Sehr geehrte Präsidentin, die nutze ich natürlich nicht ganz. Ich möchte nur noch mal, glaube ich, eins klarstellen. Die Abgeordnete der CDU hat ja gerade schon noch mal geschildert, wie wichtig es ist, dass alle zusammenarbeiten. Ich glaube, Sie haben es auch sehr schön beschrieben und genau das machen wir eigentlich jetzt mit dem Gesetz. Nichts anderes. Wir wollen, dass alle Professionen gemeinsam sich um die individuelle Förderung der Kinder kümmern. Und wir wollen hier in keinster Weise, wir sehen nicht nur die Schulsozialarbeiter als Teil des multiprofessionellen Teams. Ich glaube, da ist irgendwas falsch verstanden worden. Und im Übrigen, was mich auch immer in dieser Debatte nervt, ist dieses hierarchische Denken der Schule. Dass man immer wieder Lehrer über andere drüber stellt. Es geht doch am Ende darum, dass es geht darum, dass natürlich die Lehrerinnen und Lehrer ihren Auftrag haben, aber es geht darum, dass wir, wenn wir das Beste für unsere Kinder wollen, dann müssen wir allen Professionen auch ihre Möglichkeit geben, sich gemeinsam einzubringen auf Augenhöhe. Und wir stellen in der Schulmitbestimmung jetzt doch nur das nochmal klar, dass Schulsozialarbeiter uns wichtig sind, wenn es darum geht, um einen individuellen Fall zu reden in einem Schulmitbestimmungsgremium, dort auch wirklich nicht nur beratend tätig zu sein und dann am Ende nicht darüber abstimmen zu dürfen, sondern es geht darum, dass sie Mitsprache und Mitwirkungsmöglichkeiten bekommen, echte. Ja, und die Schulordnungsgesetz, das können wir auch gern drüber sprechen. Ich finde es richtig, dass wir jetzt einen Rechtsanspruch begründen mit diesem Artikelgesetz. Und wenn dann immer über die Finanzierung gesprochen wird, ich glaube, wenn man in Bildungspolitik über Finanzierung redet, dann ist es kein starres System. Wir werden uns jedes Jahr Gedanken darüber machen müssen, ob das, was wir im Bildungsetat drin haben, reicht oder nicht reicht. Und ich bin gerne bereit dazu, in Zukunft auch immer wieder gemeinsam mit dem Bildungsministerium, mit den Verbänden darüber zu reden, wo wir noch nachsteuern müssen. Und das ist auch unsere Aufgabe hier als Parlament. Wir sind hier der Haushaltsgesetzgeber. Und wenn wir merken, es bedarf an einer Stelle noch Geld, dann müssen wir darüber diskutieren, damit es am Ende dort ankommt, wo es benötigt wird. Vielen Dank.